Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem Video heute. Und zwar ist es ein Video, was ich noch nie gedreht habe. Und zwar geht es um die sogenannten Fear Foods von euch, vor denen ihr euch eher fürchtet, nicht so gern drauf zugreift. Und ich muss euch sagen, in dem Sinne, ich freue mich auf den Tag. Einfach weil die Lebensmittel, die ich heute esse, so unfassbar lecker sind, wirklich. Also ich habe mich da schon die letzten Tage so drauf gefreut. Aber auf der anderen Seite muss ich echt sagen, wie mich das schockiert hat, dass wirklich so viele Menschen und auch so viele Lebensmittel aufgelistet haben, vor denen sie einfach Angst haben, die sie eher meiden. Und ich muss euch sagen, ich gehe in dieses Video mit gemischten Gefühlen rein, weil es mir auch nochmal die Augen geöffnet hat. Ich muss euch nämlich sagen, ich bin so eine Person, ich esse eigentlich, das wisst ihr auch eigentlich, jedes Lebensmittel sehr, sehr gerne, achte natürlich auch auf die Menge, aber ja, mein Ziel ist es jetzt heute mit diesem Video auf jeden Fall das Essen zu genießen und euch zu helfen oder beziehungsweise euch zu zeigen, diese Lebensmittel, die wir essen, auch wenn sie ungesund sind, trotzdem zu genießen und trotzdem das Gute in ihnen zu sehen, weil sie uns so viel geben, sei es nur Glückshormone oder wie jetzt bei mir, man freut sich da tagelang drauf, jetzt heute alles quasi in einem Tag zu schlemmen. Ich möchte euch einfach mit dem Video zeigen, es ist nicht schlimm, ihr braucht keine Angst vor sowas zu haben. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und wir beginnen jetzt mit dem Frühstück, was wir uns als erstes zubereiten werden und es wird sehr, sehr lecker, sage ich euch. Einer der meist aufgezähltesten Lebensmittel, ich spreche jetzt vom Frühstück, waren vor allem Cornflakes. Und das war so eine Sache, vor allem, weil die wirklich eigentlich in jedem Kommentar aufgelistet worden sind. Das hätte ich nie gedacht. Also ich hab natürlich schon so in gewisser Weise schon so ein bisschen spekuliert, was könnte jetzt kommen. Ich habe jetzt gedacht Nutella, Croissant, das waren natürlich auch Fälle. Aber auch sowas wie Brot, dass das auch zum Fearfood gehört. Ich muss euch wirklich sagen, es ist alles so ein bisschen Neuland für mich. So, das hätte ich alles nicht so erwartet. Aber deswegen werden wir jetzt auch genau die Sachen essen. Wir werden heute Schoko-Cornflakes essen. Ich habe mir hier eine Riesenpackung gekauft. Wirklich, die ist größer als mein Kopf. Das ist so eine Doppelpackung. Dann haben auch noch ganz viele aufgelistet Sachen vom Bäcker. Also einfach Backwaren, Gebäck, vor allem auch mit Blätterteig. Weil ich liebe Blätterteig und ich liebe Kirschplunder. Wirklich, da freue ich mich gleich so drauf, habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Das werden wir auch zum Frühstück essen. Ich esse eine davon, die andere habe ich meiner Mama reserviert. Und dann essen wir noch, habe ich ja gerade erwähnt, Brot mit Nutella. Weil ganz, ganz viele wirklich Brot aufgelistet haben. Und Freunde, Brot ist so lecker. Das soll euch nicht Angst machen. Brot sind Kohlenhydrate. Kohlenhydrate brauchen wir. Beziehungsweise wir brauchen sie nicht zwingend, aber es ist schon besser, sie zu essen. Sie geben uns vor allem Energie für den Tag, was eben Fette und Eiweiße auch können. Aber einfach nicht in der Effizienz, wie es Kohlenhydrate können. Und deswegen Brot, ganz wichtig, mache ich mir jetzt auch zum Frühstück mit Nutella, weil Nutella einfach geil ist. Der schönste Moment aller Zeiten. Und da darf ich jetzt die Erste sein, die da jetzt gleich reinstechert. So geil. Ja, die ist sehr groß. Wie kann ich euch das zeigen? Die ist fast so groß wie mein Oberkörper. Gut, ich bin jetzt auch nicht die Größte, aber trotzdem, also da werde ich lang was von haben. Vor allem die Kombination Cornflakes mit Milch haben irgendwie ganz, ganz viele verunsichert. Deswegen werde ich auch hier Milch nehmen. Übrigens Pflanzenmilch, keine Kuhmilch, weil ich finde Kuhmilch wirklich eklig. Aber auch aus ethischen Gründen möchte ich da lieber auf die Pflanzenmilch zugreifen. Aber das wissen ja auch schon die meisten. So, Freunde, ich habe mich jetzt mal nach oben in mein Zimmer begeben mit dem Brekkie. Das zeige ich euch auch gleich. Unten sind nämlich die Lichtverhältnisse durch dieses Trotzwetter wirklich so blöd, dass ich jetzt oben bin und hier ist es auf jeden Fall schon deutlich heller. Ich sollte auch das Essen in bestem Licht betrachten können. Das ist jetzt das fertige Frühstück für heute. Ein Brot mit Nutella, die Kirschplunder und Schokomüsli mit Milch. Ich glaube, ich mache mich mal als erstes ans Müsli ran, weil ich immer so ein Mensch bin, ich mag nicht, wenn es zu weich drin wird. Ich mag es auch nicht, wenn es komplett hart ist, aber zu weich ist irgendwie auch eklig. Mhm, geil. Da sind Schokokrossis drin, Haferflöckchen und Schokostückchen. Mh, das ist so Hammer. Das Beste ist wirklich, wenn die Milch dann langsam so den Kakaogeschmack bekommt. Ich wollte noch kurz ein paar Worte verlieren, nochmal zum Thema Fear Food, weil es mich wirklich immer noch sehr schockiert. Ich möchte euch einfach sagen und auch wirklich zeigen, habt bitte, bitte keine Angst vor solchen Lebensmitteln. Ich brauche euch natürlich nicht zu sagen, dass so große Mengen wie das jetzt hier nicht gut für den Körper ist. Das stimmt auch. Aber sich ab und an noch mal ein Müsli zu gönnen, ohne schlechtes Gewissen, denn ihr braucht keins zu haben, wenn ihr einfach das richtige Verhältnis esst. Wirklich, macht euch da überhaupt keinen Druck. Ich bin davon selbst ja nicht so betroffen, aber ich möchte euch das mal anhand eines Beispiels erläutern.
stellt euch vor, so ein geiles Nutella-Brot wie das ist eine Katze. Muss ich auch wirklich sagen, vor Katzen habe ich schon ein bisschen Respekt und ein bisschen Angst. Die sind super, super süß. Wie jetzt zum Beispiel das Nutella-Brot. Ihr habt Respekt vor Nutella-Brot, denn ihr habt Angst davor, was passiert, wenn ihr euch dem nähert. Wie eine Katze. Ich bin auch Team Hund. Bei Katzen bin ich echt so ein bisschen vorsichtig. Wenn ihr behutsam daran geht, mit Bedacht, ihr wisst, schmeißt euch nicht gleich auf die Katze, wie jetzt auf die Nutella, schmeißt euch nicht drauf und löffelt 3 Gläser am Tag. Das ist wirklich nicht gut. Und dann erwartet ihr nämlich auch die Reaktion wie bei Katzen, wenn ihr euch auf die drauf schmeißt, direkt kuschelt, ohne mal kurz die Lage abzuchecken, dann kratzt ihr euch ins Gesicht, zack. Aber wenn ihr ganz langsam und sie behutsam streichelt, dann bekommt ihr doch da auch was zurück. Dann findet es doch super schön, vor allem ich, wenn sich dann die Katze langsam an einen schmiegt und ja, und du kannst sie streicheln und kuscheln. Und das ist doch das, was Katzen bzw. Lebensmittel uns geben. Sie geben uns Glückshormone während des Essens, man freut sich darauf, es schmeckt lecker. Gut, Katzen sollen jetzt nicht lecker schmecken, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach mit Bedacht, mit behutsam, aber ich bin mir da ganz sicher, dass ihr damit sehr behutsam umgeht. Und wenn ihr das doch macht, dann braucht ihr wirklich überhaupt keine Angst vor so einem leckeren Nutella-Brot zu haben. Wirklich, das macht mich so traurig. Verbietet euch nichts, wenn es euch doch so lecker schmeckt. Ich habe zahlreiche Kommentare, oh, ich finde das und das so lecker, aber traue mich nicht so, beziehungsweise habe ich da Respekt vor. Nein, wirklich, genießt es einfach. Ich will euch einfach nur damit erklären, die Art und Weise, wie ihr einfach mit dem Lebensmittel umgeht, ist einfach nur der Key. So, aber das dazu. Ich mag jetzt keine traurige Stimmung hier verbreiten. Ich wollte euch nur kurz die Worte mit auf den Weg geben. So, jetzt lässt euch Mama Sophie damit in Ruhe. Viele hatten nämlich auch geschrieben, die Kombi, zum Beispiel Nutella mit Butter oder Marmelade mit Butter, allgemein auch Butter, ist auch so ein Problem. Da muss ich euch aber leider hier sagen, hätte ich sehr gerne mit drauf gemacht, aber ich ekel mich vor Butter. Butter ist wirklich sowas, boah, da läuft es mir wirklich kalt den Rücken runter, ich finde das so widerlich. Ich habe einmal als Kind Butter gegessen und an dem Tag ging es mir wirklich so dreckig und das weiß ich heute noch, ich glaube ich war da 6 Jahre alt oder so. Furchtbar, Butter ist wirklich... Da kriege ich wirklich Albträume von. Finde ich super ekelhaft, genauso wie Kaugummi-Eis. Oh, fürchterlich. Der beste Part, die Milch. Jetzt widmen wir uns noch dem besten Part. Und zwar der guten Kirschplunder. Boah, geil, wirklich. Mmh. Fazit schon mal. Ohne das Ding jetzt hier komplett aufessen zu müssen, also mache ich, aber ich kann es jetzt schon ziehen. 100 von 10. Sehr, sehr lecker. Solltet ihr mal die Lust dazu verspüren, dann holt euch sowas. Und habt ihr einfach keinen Hunger drauf, dann lasst es. Aber macht es bitte nicht abhängig von eurem Schuldgefühl, sondern allein vom Appetit. So, und ich werde euch noch aufessen. Und dann sehen wir uns zum Mittagessen, ihr Lieben. Ich bereite jetzt gerade das Mittagessen vor. Ich habe ganz oft gelesen, neben Burger, Pizza, allgemein Fast Food. Das kommt übrigens heute Abend, schon mal ein kleiner Spoiler. Aber auch vor allem Nudeln wurden sehr, sehr oft erwähnt. Vor allem Tortellini in Käse-Sahne-Soße oder Nudeln in Öl. Jedenfalls sind es jetzt heute Tortellini geworden. Denn da muss ich sagen, habe ich auch wirklich riesen, riesen Lust drauf. Deswegen einmal Tortellini gefüllt mit Ricotta und Spinat. Und dazu gibt es eine Käse-Sahne-Soße, aber nicht mit Schinken. Ich mag nämlich Schinken nicht gern. Ich mag auch nicht mehr so viel Fleisch essen. Deswegen mache ich quasi statt Schinken einfach Zwiebeln, also rote Frühlingszwiebel und Pilze rein. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, aber Schinken wirklich, da wird mal ganz anders. Und ich sage euch, Leute, das wird einfach auch nur sehr, sehr lecker. Und das können wir uns auch nicht entgehen lassen. Das zeige ich euch jetzt gleich, wenn es fertig ist. Tortellini schmecken schon mal sehr delicious. Mmh, boah. Nee, da freue ich mich jetzt richtig drauf. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Parmesan reingerieben. Das ist jetzt das fertige Ergebnis, ich finde. Man könnte es jetzt auch als ein Vapiano-Gericht verkaufen. Also es sieht echt super, super lecker aus. Parmesan ist jetzt noch oben drüber, denn es ist eigentlich auch die Hauptzutat an diesem Ganzen. Einfach so lecker. Und das werden wir jetzt oben genüsslich verspeisen. Ihr wisst gerade wirklich nicht, wie sehr ich mich darauf freue. Ich hatte so lange keine Tortellini mehr, oder? Und es riecht wirklich richtig doll nach Vapiano. Ich sag's euch, Mann, ich werde hier noch ein richtiger Chefkoch. Vor allem, ich kann mal was. Ich kann mal was. Hab nämlich auch kein Rezept dafür verwendet, sondern es kam mir einfach alles aus dem Kopf. Richtiger Larry. Nee, aber ich habe wirklich einfach nach Gefühl alles in die Pfanne gehauen. Deswegen kann ich euch jetzt nicht so genaue Mengenangaben geben. Einfach Pfeffer, Salz, Muskatnuss, Parmesan mit eingerieben. Sahne, Tortellinis, Pilze, Frühlingszwiebeln, rote Zwiebeln. Und das war's schon. Ja, und Sahne 200 ml auf jeden Fall. Ich bestelle mir nie Nudeln, beziehungsweise sehr, sehr selten. Man auch wirklich nur, weil ich das Restaurant kenne und weiß, die schmecken gut. Aber ich finde Nudeln in Restaurants schmecken die erstens zu fahl. Und zweitens
sind die Portionen zu klein. Deswegen gehe ich eigentlich immer, wenn, Pizza essen, weil da kann man nicht viel falsch machen. Und Nudeln mache ich dann echt immer lieber zu Hause, nach meinen Wünschen. Das werde ich jetzt genüsslich aufessen. So, Freunde, als Nachmittagssnack gibt es jetzt ein kleines Spaghetti-Eis, und zwar ein Kinderspaghetti-Eis. Das wird nämlich nicht der einzige Snack noch für heute sein. Und es gibt auch noch Abendessen, deswegen wollte ich jetzt nicht komplett hier die Lage übertreiben. Und ihr wisst ja, ausgewogen ist the key. Deswegen ja, gibt es eine Kinderportion. Ich freue mich da sehr drauf. Wirklich, ich liebe Spaghetti-Eis. Wirklich, ich freue mich so, dass jetzt offiziell die Eissaison eigentlich startet. Das Wetter könnte natürlich schöner sein. Ich bleibe dem Eis immer treu, egal welche Jahreszeit. Ich könnte das immer essen. Schreibt mir auch mal sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr einen Eisbecher esst, was ihr nehmen würdet. Ich bin Team Spaghetti-Eis. Wenn es in die schokoladige Richtung geht, dann natürlich ein Schokobecher, ein Oreo-Becher ist noch ganz nett. Krokantbecher ist mega lecker. Ich sehe mich da echt in vielen Eisbechern, also wäre eine schwere Entscheidung. Halleluja! Wirklich. 100 von 10. So, Freunde, wir haben es jetzt kurz nach 7. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber um 7 kriege ich gewöhnlicherweise wieder Hunger. Und der Arne ist jetzt gerade auch beigetreten. Der bestellt heute mit. Und jetzt habe ich es auch schon halb verraten. Jedenfalls hatten auch ganz, ganz viele geschrieben, dass so Lebensmittel wie Pizza, Döner, allgemein Fastfood, Burger, Sachen mit Käse überbacken zu ihren Fearfoods zählen. Und da das kein Fearfood sein soll, sondern wirklich einfach doch delicious und geil ist, da braucht man keine Angst vor haben, sondern Lust und Genuss. Deswegen werden wir jetzt bestellen. Ich werde mir gleich eine Pizza bestellen. Ich gehe mit einer Veggie-Variante, also entweder mit ein bisschen Gemüse oder einfach Pizza, Tomate, Mozzarella. Boah, das klingt halt auch richtig nice. Oder meine Lieblings-Rucola-Pizza. Weißt du schon, was du bestellst? Bauernsalat. Und? Ein Bauernsalat. Einen panierten Schafskäse. Ah, ja, natürlich. Schafskäse war auch sowas, was ich ganz, ganz oft gelesen habe, was anscheinend auch für viele ein Fearfood darstellt. Wahrscheinlich auch vor allem, wenn es frittiert ist. Ich glaube, der ist frittiert, oder? Paniert, ja. Aber auch das ist sehr delicious und das ist auch in Maßen auf jeden Fall in Ordnung. Vor allem er isst Schafskäse wirklich. Ist wirklich in Maßen. Er isst es jeden Tag. Also wirklich jeden Tag. Was war denn das? Ach, egal. Friends, wir haben Essen, endlich. Boah. Also wirklich, wenn ich auch was heute Bock hatte, dann auch Pizza. Heute habe ich die richtig gefühlt, wirklich. Wir fließen uns jetzt auf mein Bett. Unten schaut meine Mama Fernsehen und sie hat gesagt, macht euch nach oben. Das ist meine Pizza. Sieht richtig, richtig gut aus. Boah, wie die riecht. Schatz, ich kann nicht warten. Ich muss schon. Ja. Ich habe irgendwie schon wieder so Hunger, obwohl ich ja eben erst Spaghetti einfach. Oh. Wir haben sogar die Pizza abgeholt, weil ich so Bock jetzt drauf hatte. Und dann die ganze Zeit meine Pizza zu riechen, war echt. Das war schon hart. Deswegen, ich muss jetzt beißen. Guten Appetit. Ja. Willst du mal dein Essen haben? Una Salata. Und noch mehr Salat mit paniertem Schafskäse. Trinke ich davon auch einen Schafskäse? Ungern. Muss man mehr rein. Das ist nicht so praktisch hier. Ich bin nicht so gelenkig mit Schneidersitz und so. Wenn ich mal Leute ein bisschen über Haferflocken, Bananen, Kidneybohnen aufgehen, ist da nämlich auch unter viel Food. Dass sie davon quasi Angst haben. Und Freunde, wirklich, ich bin schon bei Nutella-Brot schlimm. Ich finde es bei sowas wie Pizza schlimm, weil es wirklich einfach doch nur lecker ist. Lasst euch sowas nicht entgehen. Aber so essentielles wie Haferflocken, Kidneybohnen, Hülsenfrüchte allgemein. Das sind ja mega gesunde Sachen. Also viele Ballaststoffe, Haferflocken für langkettige Kohlenhydrate. Dann geht es, glaube ich, um die Kalorien. Um die Kalorien? Also denke ich mal, weil da stand auch alles, was viel Kalorien hat. Naja. Aber von dem müsst bedenken, Haferflocken. Haben wir nicht so viel. Wenn man überlegt, wie viel machst du in deinem Porridge? 80 Gramm. Das hat gerade mal 300 Kalorien oder so. Ist auch nicht so die Welt. Das hält auch wirklich lange satt. Gut, außer bei mir. Da habe ich mir immer Hunger. Aber Hülsenfrüchte allgemein für die Vitamine, für die Ballaststoffe. Essen, essen, essen. Auf gar keinen Fall das meiden. Weil am Ende ist dann die Angst schuld, dass es euch an den wichtigen Dingen fehlt. Also, ihr wisst, die Menge macht das Gift. Da kann nichts passieren,
solange ihr es halt mit Bedacht isst, ne? Denkt an den Katzenspruch. Jedenfalls ist es aber, glaube ich, am Ende schwer, weil ihr wisst das ja selbst eigentlich, dass es ja nicht schlimm ist, wenn man das mal isst. Das ist halt einfach eine Kopfsache. Wenn du dich einmal drauf verschränkt hast, glaube ich, ist es halt ganz schwer. Aber deswegen macht mich das so unendlich glücklich. Und ihr wisst nicht, wie mich das motiviert, wenn ich lese, dass ich euch da immer mehr so ein bisschen raushole aus diesem Denken und aus dieser Essstörung. Und auch wirklich teilweise Leute zunehmen. Ihr wisst nicht, wie mich das freut. Also damit hätte ich wirklich nie gerechnet. Also, ach nee, das freut mich. Da schmeckt mir die Pizza schon tausendmal besser gerade. Kennt jemand von euch die Nanny? Das ist so eine Sitcom. Die wurde, glaube ich, die war vor allem in den 90ern, Anfang 2000ern richtig berühmt. Das ist Nanny, ich blende euch mal ein Bild ein. Und die hat mal gesagt, das fand ich so geil, sie isst zwei Stücke aufeinander, wirklich preach an diese Frau, sie mit der Körper nicht schnallt, dass es zwei Stücke sind und somit eigentlich nur ein Pizzastück. Wow. Können wir mal ausprobieren in der Karte. Ganz clever. Ist ein Schafskäse? Ich muss sogar sagen, frittierter Schafskäse schmeckt mir auf einmal nicht so. Ich hätte dann auch viel zu essen. Manchmal muss man zweimal reinbeißen. Jeder Mensch hat zwei Chancen verdient im Leben, so auf Essen. Und jetzt kann ich sagen, nee, wenn deine Schafskäse normal. Ja, jedenfalls werden wir das jetzt noch weiter essen. Ich blende euch einen Zeitraffer ein. Letztes Pizzastück. Darf ich auch noch essen? Schon geil. Bisschen langweilig, aber sonst. Ja, aber doch schon gut. Ja, was hast du? Die ist voll geil. Hört mich auf ihn. Freunde, wisst ihr, es gibt so zwei Typen Mensch. Der andere wäscht sich nach dem Essen die Hände, wie der Arne. Die andere Person, die bin dann ich, die holt sich halt lieber in der Zeit noch was zu essen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, habe ich das euch schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht. Also dieses Snickers-Eis, ich weiß, wir hatten heute Mittag schon Eis, aber man kann nie genug Eis essen. Also mit heller Schokolade. Und ich mag eigentlich nicht so gern helle Schokolade, weil ich das meistens einfach zu süß finde. Aber da kommen wir mit diesem Salty Caramel durch die Erdnüsse und dem Karamell. Schmeckt das so geil. Willst du auch? Keine Ahnung. Er hat keine Ahnung. Hast du jetzt was zu trinken hochgebracht? Oh. Aber nein, Eis hast du. Wie soll man das Schluck auf jetzt rechnen? Dreimal hintereinander schlucken. Es geht hab auch ich schon alles gemacht. Ich habe schon gegurgelt. Ich habe schon. Da musst du es nochmal. Ich habe kaltes Wasser getrunken, schnell geschlucken. Ich habe die Luft angehalten. Ich habe gegen hier so rausgeatmet, wegen meiner Finger habe ich gelesen, aber es hilft nie was bei mir. Ach, jetzt komm, na. Du bist doch wieder voll Diva, ich bin Snickers. Freunde, ich werde schon bescheuert. So, Freunde, Eis ist gegessen und ich verabschiede mich noch nicht jetzt, denn es folgt noch einer meiner Lieblingssachen. Er hat immer noch nicht den Schluck auf wegbekommen, wie ihr hören könnt. Jedenfalls haben mir auch ganz, ganz viele geschrieben, dass Schokolade dazu zählt. Und wirklich, da weint wirklich mein Herz. Ihr wisst, wie gerne ich Schokolade mag. Und wirklich, es ist bewiesen worden, dass Schokolade Glückshormone freigibt. Deswegen, esst ruhig Schokolade, halt in Maßen. Ich habe mir jetzt auch ein Kinder Country, ein Angebissenes geholt, ein Kinder Joy. Und ich werde ein Ei davon essen. Wisst ihr? Das Einzige, was ich mir denke, ist, dass morgen die Pickel sprießen werden, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber wisst ihr, es ist mir so egal. Dafür war es einfach halt mega lecker. Seht ihr so, ihr geht ins Kino. Eintritt war teuer. Boah, ich finde wirklich, Kinopreise sind eh immer so teuer. Film war scheiße. Egal, nimmt man auch hin. Dann könnt ihr hinnehmen, dass man mal ab und zu... Wow, was ein Vergleich. Ja, cool. Aber damit ich so denke ich immer. Egal. Gib mir mal Spielzeug. Fand... Ich gebe dir den Spielzeug. Friends,
Ganz kurz, hat jemand von euch mein Kindheits-Food-Video gesehen und zwar den zweiten Teil? Wenn nicht, schaut es euch an. Nee, da habe ich aber gesagt, dass eine damalige Freundin von mir gesagt hat, bist du komisch? Man macht die Cornflakes-Packung, also diese helle, durchsichtige, die macht man nicht aus der richtigen Packung raus. Man macht es so im Gesamten quasi in die Schüssel. Aber wir haben jetzt auch ganz viele Zuschauer geschrieben, das macht keinen Sinn, weil dann fliegen die Cornflakes quasi aus dem durchsichtigen Beutel raus und dann quasi zwischen dem Beutel und in die Müsli-Packung und dann werden die trocken und einfach nur eklig und matschig. Sie hat auch gesagt, sie findet am leckersten an Kinderjoy die Bällchen da drin. Und ich habe sie nur so angeguckt und gesagt, bist du jetzt vollkommen bescheuert? Also wer diese Bällchen da drin mag, der soll sich doch einfach dieses Jojo holen, dann habt ihr doch die Bälle. Wer kauft sich Kinderjoy, damit man die Bälle am meisten mag? Also das habe ich ja gar nicht verstanden. Gell? Ich habe sogar früher mal die Giotto, weil das ja mit Schoki war. Als Kind habe ich die immer rausgemacht und habe nur die Creme rausgelöffelt. Na, ganz komische war das. Mit dem Alter wird man weise. Man hatte halt ein paar komische Freunde. Und jetzt gibt es noch ein Ei. Boah, die sind ja auch so geil. Sind alle Ostersachen reduziert. Mal wieder zugeschlagen. Oh, hallo Marzi. Was hat sie denn im Gesicht? Marzi, was hast du im Gesicht? Irgendwas Braunes. Wirklich, sie ist wie ich. Erstmal gucken, ob sie irgendwas zu essen gibt, gell? Bevor man Hallo sagt. Verstehe ich. Die klassische Variante ist immer noch die beste. Alles zusammengebaut. Was ist es denn überhaupt? Ein Osterschmuck. Kann man so an die Blume hängen, dann ist es so ein Oster, wie man wie ein Weihnachtsbaum, so ein Weihnachtsstern. Zeig mal. Ich wäre früher. Warst du da? Oh, süß. Das kann man ja wirklich mal wenigstens für was gebrauchen. Ich kann dann so einen Osterbaum später. Ja, doch, gibt's ja. Ja. Ist noch ein bisschen spät jetzt. Oder wisst ihr, wir sehen das jetzt im übertragenen Sinne, wir hängen die vier ab. Oh, nee, warte. Freunde, wisst ihr was? Stellt euch vor, das ist die Angst vor bestimmten Lebensmitteln. Und wir hängen jetzt die Angst ab und schmeißen sie weg. Hey! So, ihr Lieben, das war's auch mit dem Video. Also wirklich, meine Mut war ja auf jeden Fall über 120, kann ich euch sagen. Ich hoffe, dass euch vor allem dieses Video gefallen hat, beziehungsweise jetzt noch wichtiger, auch helfen konnte, beziehungsweise helfen kann. Und ich habe wirklich mein Bestes gegeben, euch irgendwie meine Tipps weiterzugeben, auch wenn es einfach super schwierig ist, als jemand, der halt einfach nicht davon betroffen ist, da irgendwie sich hineinversetzen zu können. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich irgendwie helfen konnte. Und falls ihr auch noch weiter solcherer Teile sehen wollt, dann wirklich, bin direkt da. Ich mache so viele Teile, bis ihr quasi diese vier verliert, glaubt's mir. Und wenn noch 10.000 Videos online kommen werden in diesem Format, das wird jetzt wirklich mein neues Ziel, euch mit ins Boot zu holen. Fear Food existiert nicht. Der Arne randaliert hier gerade im Bad. Jedenfalls wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und vor allem eine schöne kommende Woche. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr das schaffen werdet, wenn ihr an euch glaubt und kämpft. Und wir kämpfen zusammen, sage ich euch. Keiner ist alleine, wir schaffen das. Und passt bitte auf euch auf, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Dienstag wieder zu einem neuen Food Diary. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.